Carlos Bernegger, wir haben gestern 1-1 gespielt. Enttäuscht oder eher optimistisch aufs Rückspiel? Ein Mix von beides. Optimistisch, weil viele Sachen gesehen habe, wo diese Mannschaft hatte können anwenden, obwohl die Saison erst beginnt, obwohl neue Positionen besetzt sind. Und von daher her, es lässt sich sicher mit einem positiven Blick in Zukunft gucken. Und enttäuscht, weil man betrachtet die Torchance, die wir kreiert haben. Man hätte können 4-1 das Spiel noch gewinnen. Und dann wäre sicher das Rückspiel einfach gewesen. Jetzt ist offen, haben wir leider ein Gegentor kassiert. Und das zwingt uns am nächsten Donnerstag einiges zu unternehmen und dort in Schottland noch gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Man hat eine neue Achse müssen installieren beim FC Luzern. Wenn man das gestern gesehen hat, das harmoniert eigentlich schon recht ordentlich. Ja, man bemüht sich in allen Bereichen dort sich richtig ergänzen und verstärken. Trotz neuer Ausrüstung, man erkennt einige Spielideen, wo schon miteinander kann man sagen, dass einiges funktioniert. Aber wir müssen sicher noch Fortschritte machen. Wir müssen besser werden in der Abstand zwischen den Spielern, auch in der Kommunikation, auch und richtig erkennen, wann kurz, wann lang, wann nachrücken, wann sich zurückfallen lassen. Also das sind alle Situationen, wo eine bestimmte Zeit braucht. Aber wie wir wissen, es ist kein Wunschkonzept. Wir müssen erfolgreich spielen und wir benötigen weniger Zeit, um das zu machen. Oder? Und von dem her bemühen wir uns momentan, alle möglichen Fehler, die wir können noch machen, mit dieser Bereitschaft und mit dem guten Willen ersetzen zu können. Bevor es auf Perth geht, am nächsten Donnerstag gastiert der FC Sion zum Meisterschaftsstart in der Swissport Arena. Man weiss nicht, ist der Chance noch Trainer denn? Man weiss nicht, wie die spielen. Das Einzige, was man weiss, sind eigentlich Clubfarben. Wie stellen sie sich auf den Match ein? Ja, das ist wie die letzte Saison gewesen ist. Also vom Trainer her erkennen die Spieler und die Spieler kennen seinen Trainer, auch wenn er Assistenttrainer war. Das ist schon mal ein Vorteil. Mit Carlitos und Ramirez zwei offensive Kräfte dazu gekommen, wo sehr gefährlich sind. Und das heißt, dass in dem defensiven Bereich, das, was die in der letzten Saison sehr gut beherrscht haben, haben die das sehr gut können ergänzen. Und auf das müssen wir aufpassen. Und je mehr der FC Sion hier in Luzern will mitspielen, umso mehr kommt das unserer Mannschaft entgegen. Sehen Sie das ähnlich? Ja, das ist es so. Wir spielen gerne gegen Mannschaft, die auch in der Offensive sicher sich beteiligen, die unter Druck setzen. Dann gibt es Räume, dann gibt es gleich Möglichkeiten, auf Situationen von Gegnern gleich einen Gegenangriff lancieren. Und das ist auch sicher für die Zuschauer angenehm und macht mehr Spass, ein Spiel zu beobachten. Personell können Sie quasi aus dem Vollen schöpfen. Der Jakob Janscher blockt noch eine kleine Oberschenkelverhärtung. Ein gutes Zeichen zum Start. Ja, das freue mich, dass ich die ganze Kader zur Verfügung habe, dass ich immer eine oder andere Position immer wechseln kann. Aufgrund von Nominellen sind alle Spiele verfügbar. Warten wir, was Jakob noch macht, ob das schon am Sonntag bereit ist oder nächste Woche. Das werden wir noch überwachen. 4 Spiele in 2 Wochen, davon der eine oder andere Brocken wie der FC Basel. Werden Sie rangieren? Wir werden situativ handeln, je nach Zustand von den Spielern. Das verlangt viel Kraft, gerade am Anfang der Saison. Aber für das haben wir eine gute Vorbereitung gemacht. Haben wir alle möglichen Situationen können noch testen. Und das ganze Kader ist hungrig genug und alle möglichen Eventualitäten können noch ausmeistern.
Luzern 1, Sio. Hey Adi, der Match ist erst am Sonntag. FC Luzern gegen Sio. Diesen Sonntag ab 13:45 in der Swisspor Arena. Präsentiert von Swisspor, Swiss Life, Eichhof, Amberg, Kyocera, einem Ausrüster Adidas, Radio Pilatus und dem Hauptsponsor Ottos.